Welche Farben habe ich zu mischen, damit mein Taschentuch lila wird? Ist ein Haustierschlüssel eigentlich magnetisch? Diese und andere Fragen haben sich heute die Jungs und Mädels des Kindergartens in der Hermann-Ehler-Straße in Reutlingen gestellt. Anlass war der bundesweite Tag der kleinen Forscher. Klein, aber oho! Dieser Tag soll dazu dienen, die Kinder spielerisch für die Themen Mathematik, Informatik, Naturwissenschaft und Technik zu begeistern. Dass hier heute alles unter dem Motto Klein, aber oho steht, war allen Anwesenden spätestens dann klar, als nach dem wunderbaren Ukulele-Begrüßungslied GCEA, wer ist heute da, den Gästen als Zugabe der Liedklassiker Bruder Jakob nicht nur auf Deutsch, sondern auch auf Türkisch, Russisch, Englisch und Französisch dargeboten wurde. Anlass für den Besuch von CDU-Politiker Michael Dont, Vertretern der IHK und der Stadt, war der von der Stiftung Haus der kleinen Forscher ins Leben gerufene Aktionstag, der von Beginn an von der IHK unterstützt wurde. 2008, genau wie heute, war uns einfach wichtig, einen Beitrag zu leisten zur Qualitätssicherung, der sich vielleicht auch dann in der Schullaufbahn fortsetzt und Kindern eine natürliche Neugier mit auf den Weg zu geben oder sie zumindest dabei zu unterstützen. Und konkret bedeutet es, dass wir Jahresprogramme anbieten mit Workshops für Erzieherinnen und Erzieher. Und diese Workshops zeigen ihre Wirkung auch direkt überall im Kindergarten. An jeder Ecke gibt es ein anderes, spannendes, naturwissenschaftliches Projekt zu entdecken und zu erforschen. Forschen bedeutet für uns alltagsintegrierte Arbeit mit Kindern. Die Kinder sind hier ständig Forscher. Kinder interessieren sich für ihre Umwelt, die Kinder sind neugierig, sie sind auf der Suche nach Antworten und dabei sind unsere Antworten zunächst überhaupt nicht gefragt, denn die Kinder wollen selbst Lösungswege entdecken. Ganz konkret können die kleinen Dauerforscher ihren Erfinder- und Entdeckergeist bei einem aktuellen Großprojekt einbringen. Wir pflanzen jedes Jahr gemeinsam mit allen Familien die Hochbeete ein und dabei macht man natürlich viele Entdeckungen, was auch in der Erde sich befindet, was kreucht, was fleucht. Deutlich wird, dass hier die möglichen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler von morgen das ganze Jahr fleißig gefördert und gefordert werden. Zum Tag der kleinen Forscher wurde mit den Wissensstationen zum Thema Magnetismus, Färben und Wasser nun noch mal eine Schippe draufgelegt. Das begeisterte auch CDU-Bundestagsabgeordneten Michael Dont. Dieses Projekt Haus der kleinen Forscher ist ja eines, das es seit jetzt über 10 Jahren schon gibt, wo eine Bundesstiftung dahinter steht, unterstützt vom Ministerium, aber auch von verschiedenen anderen Stiftungen. Wenn man sich das hier anschaut, das ist begeisternd. Was hier läuft, wie begeistert, wie die Kinder sich auch mitnehmen lassen, wie neugierig die sind und wie sie ihre Neugier dann eben auch kanalisiert ausleben können und auch davon lernen. Die Lieblingsforscherstation von Michael Dont war übrigens die Station Farbenmischen.